Ich muss mit euch heute mal über das wichtigste Tier in allen meinen Aquarien sprechen. Ohne dieses Tier würde ich kein einziges Aquarium in meinem Leben mehr aufbauen. Die Schnecke. Schnecken finde ich einfach so fantastisch und finde ich sind eine perfekte Ergänzung für wirklich jedes Aquarium, weshalb ich darauf echt nicht mehr verzichten würde. Ich habe in allen meinen Aquarien Schnecken und in allen meinen Aquarien habe ich auch schon immer relativ früh Schnecken eingesetzt. Und ich weiß, dass es gibt natürlich Leute da draußen, die sagen, ja, aber ich will keine Schneckenplage haben und komisch und will ich nicht und diese blöden Blasenschnecken und so. Um die geht es mir gar nicht unbedingt, wobei ich das auch weniger problematisch finde, da können wir aber später noch einmal drauf eingehen. Erstmal, warum finde ich Schnecken denn so toll? Schnecken haben so viele gute Eigenschaften in einem Aquarium. Die erste wichtigste Eigenschaft natürlich Resteverwerter und Algenvernichter. Das sind zwei Eigenschaften. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die Schnecken, die ich beispielsweise hier im 60p neben mir gerade sehe, da sind ein paar Geweihschnecken drin, Clethon diadema, da sind ein paar Rennschnecken drin aus der Klasse Neritia, also da gibt es verschiedene von. Und alle diese Schnecken weiden konstant alles Mögliche an Oberflächen in meinem Aquarium ab, sowohl die Steine als auch die Scheiben beispielsweise. Zum Teil auch die Pflanzen, wenn das eine Pflanze ist, auf der sie sich gut festhalten können. Und auf diesen Faden, die sie da durch das Aquarium fräsen, ja, essen sie einfach alles an Aufwüchsen. Und das können dann eben auch Algen sein, wenn die da sind. Und das sind natürlich auch sowas wie abgestorbene Pflanzenteile, Futterreste, die irgendwo im Bodengrund noch rumliegen. Oder aber tatsächlich auch tote Tiere. Habe ich jetzt hier natürlich nicht, weil das Aquarium keine Fische beinhaltet. Aber wenn das der Fall wäre, dann sind Schnecken die ersten, die da sind und natürlich auch einen Tierkadaver fressen würden, sodass der halt nicht dann über lange Zeit das Wasser belasten kann, falls er beispielsweise irgendwo liegt, wo ihr ihn gar nicht seht oder bemerkt. Das kann ja durchaus passieren. Und allein schon durch diese Eigenschaften sind Schnecken halt super nützlich, weil sie halt wie so eine Art Gesundheitspolizei durch das Aquarium laufen und alles Mögliche halt vertilgen können oder auch vertilgen wollen, was wir dann nicht unbedingt haben wollen. Eben alles, was abgestorben ist, was dann nicht unbedingt hingehört, was dreckig ist, da können Schnecken helfen, das zu beseitigen. Gleichzeitig ist das natürlich auch für viele Schnecken eine Art Nahrungsgrundlage und jetzt kommt nämlich bereits der Punkt zum Thema Schneckenplage. Die Schnecken, die ich jetzt hier drin habe, die können sich im Süßwasseraquarium nicht selbstständig vermehren. Es ist ein gewisser Vorteil, dass man die Population kontrollieren kann. Wenn du das Ganze jetzt mit Blasenschnecken oder mit Posthornschnecken hast, die können sich im Aquarium selbstständig vermehren bei ausreichend Nahrung. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du übermäßig viele Schnecken in deinem Aquarium hast, dann hast du die da, weil du übermäßig viel Nahrung für diese Schnecken in deinem Aquarium hast. Das kann bedeuten, dass du vielleicht zu viel fütterst. Das kann aber auch bedeuten, dass du vielleicht in deinem Aquarium irgendwo Stellen hast, wo sich sehr viel Mulm ansammelt, der da nicht unbedingt liegen sollte. Dass du vielleicht viele Pflanzen hast, die abgestorben sind. Da sollte man dann überprüfen, warum war das der Fall? Warum habe ich meine Pflanzen nicht richtig versorgen können? Oder aber, dass du eben immer mal wieder tote Tiere im Aquarium hast. Und auch da ist natürlich der Punkt zu überprüfen, warum passiert das? Also eine Schneckenplage ist gleichzeitig ein Indikator dafür, dass zu viel Nahrung in Form von irgendwas ist nicht ganz richtig in meinem Aquarium für die Schnecken zur Verfügung steht. Also das nicht gleich verteufeln, sondern das als Chance sehen, dass man da mal ordentlich sauber macht, dass man mal ordentlich nachforscht, warum ist das so? Aber trotzdem kann es natürlich dann von Vorteil sein, wenn ihr auf Schnecken zurückgreift, die sich eben im Süßwasser nicht selbstständig vermehren können, weil das dann eben nicht passiert und ihr die Population einfach besser kontrollieren könnt. Weil auch wenn die Schneckenplage ein Indikator sein kann, ist es natürlich trotzdem nervig, da dann erstmal gegen angehen zu müssen. Und zuletzt muss ich persönlich dann noch sagen, ich finde Schnecken auch einfach eine sehr hübsche Ergänzung in einem Aquarium, weil sie einen anderen Lebensraum besiedeln als beispielsweise die Fische und Garnelen. Also ja, die Garnelen leben natürlich auch auf Oberflächen, aber die schwimmen ja schon ab und zu mal durchs Aquarium. Und bei Fischen ganz klar, da habe ich halt Fische, die sich halt im Raum des Wassers, also mitten im Raum des Aquariums bewegen. Schnecken hingegen sind halt festgelegt auf ihre Oberfläche und dadurch besiedeln sie einen anderen Lebensraum, der von den anderen Tieren eben nicht so stark, nicht so strikt bewohnt wird. Und das ist einfach toll, dass man da die Möglichkeit hat, verschiedene Tiere auch gleichzeitig in einem Aquarium zu halten, die sich auch nicht, was ihren Lebensraum angeht, in die Quere kommen und man die auch so wunderbar getrennt voneinander beobachten kann. Also alleine deshalb, weil ganz im Ernst hier diese Geweihschnecken und so sind eine wunderschöne Tiere. Es ist super interessant, die zu sehen, wie die hier über die Steine laufen und auch zu sehen, wie die wachsen und so weiter. Richtig, richtig cool. Also dahingehend kann ich das wirklich nur empfehlen, ganz grundsätzlich Schnecken im Aquarium zu haben. Aber die große Frage ist natürlich jetzt, welche Schnecken fürs Aquarium sind denn wirklich empfehlenswert und welche vielleicht nicht unbedingt? Und dazu gehen wir mal rüber an den Rechner und gucken uns das mal im Detail an.
Die Schnecken, die ihr jetzt gerade schon bei mir im Aquarium gesehen habt, das sind natürlich welche, die ich als empfehlenswerte Schnecken für ein Süßwasser-Aquarium und vor allem aber auch für ein Süßwasser-Aquascape empfehlen würde. Allen voran sind da die Neritina-Arten bzw. die Vitina-Arten. Das sind die ganzen Schnecken, die wir typischerweise als Rennschnecken kennen. Orange-Track-Rennschnecken, generell Orange-Rennschnecke, Zebra-Rennschnecke, was es da nicht alles gibt, rote Rennschnecken, das sind fast alles Neritina- oder Vitina-Arten. Vorteil bei diesen Schnecken ist, die können sich alle im Süßwasser nicht vermehren. Die legen aber, also zumindest die Weibchen, legen aber Eier ab. Und diese Eier sind etwas, was viele Leute nerven, weil das sind halt sehr festsitzende, sehr harte, kleine weiße Punkte. Und die legen die natürlich bevorzugt irgendwie auf Hardscape oder an den Scheiben ab. Und an den Scheiben kann man sie zwar noch mit einem Scheibenkratzer, also mit so einem Klingenreiniger, gut runterschaben. Auf Hardscape geht das nicht so leicht. Das ist halt nicht sonderlich schön, aber man kann es nicht wirklich verhindern, weil man kann die Geschlechter äußerlich nicht unterscheiden. Ja, du siehst dieser Schnecke von außen nicht an, ob es Männchen oder Weibchen ist. Das heißt, entweder hast du Pech und du hast Weibchen dabei und die legen Schnecken, oder du hast Glück und du hast keine Weibchen dabei und dann legen sie auch keine Eier. Das ist das Einzige, was passieren kann. Trotzdem würde ich sie immer einsetzen. Dieser Nachteil ist mir nicht groß genug, sozusagen, als dass ich die guten Eigenschaften dieser Schnecke nicht haben möchte. Ja, das sind wirklich tolle Tiere. Ordentlich flott im Auffressen von Algenbelägen und Aufwüchsen. Werden halt etwas größer, so vielleicht bis 2, 2,5, vielleicht 3 Zentimeter, so Gehäusegröße, würde ich jetzt sagen. Das ist auf jeden Fall eine, die ich empfehlen kann. Welche ich auch empfehlen kann, eigentlich meine persönliche absolute Lieblingsschnecke, das ist die Geweihschnecke. Da reden wir über die ganzen Arten Clethon, zum Beispiel Clethon diadema, klassische Geweihschnecke. Die werden etwas kleiner als Rennschnecken, haben ansonsten aber genau die gleichen Eigenschaften. Und finde ich, sehen ein bisschen hübscher aus, weil die haben halt auf dem Gehäuse, was sie haben, die haben zwar kein besonderes Muster meistens, aber die haben so kleine Hörner, die da rausstehen, wie so Stacheln. Finde ich, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wie gesagt, wären etwas kleiner, so 1,5, vielleicht 2 Zentimeter. Ansonsten die gleichen Eigenschaften, können sich im Süßwasser nicht vermehren, legen aber auch durchaus Eier ab, sind auch sehr effiziente Aufwuchs- und Algenfresser. Und welche Schnecken natürlich ebenfalls für Süßwasser-Aquarium empfehlenswert sind, sind die klassischen Posthornschnecken. Sehr schöne Schnecken, die es in vielen verschiedenen Farben gibt, auch sehr schöne, spektakuläre Farben. Also blaues Gehäuse mit orangenem Körper ist schon einfach eine ziemlich coole Farbkombination, muss man einfach sagen. Da hat sich die Natur was Geiles ausgedacht. Posthornschnecken vermehren sich allerdings selbstständig im Süßwasser, weshalb man da natürlich so ein bisschen aufpassen muss. Ist das gleiche wie Blasenschnecken. Ich würde auch sagen, Blasenschnecken sind tatsächlich empfehlenswerte Schnecken, aber da wahrscheinlich jeder in seinem Aquarium irgendwann irgendwo eine Blasenschnecke haben wird, führe ich die jetzt nicht extra auf. Das ist halt so die Schnecke, wo viele natürlich auch durchaus berechtigterweise sagen, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil die kriegt halt fast jeder. Die kommen über alles Mögliche ins Aquarium rein. Die meisten von euch werden schon eine gehabt haben. Deshalb würde ich die jetzt nicht extra als besonders empfehlenswerte Schnecke aufführen. Denn im Gegensatz zu Posthornschnecke sind Blasenschnecken auch nicht sonderlich hübsch. Aber Posthornschnecken, sehr coole Tiere, sind nicht so effiziente Algenfresser, weil sie einfach einen, also es klingt ein bisschen blöd, aber sie haben einfach einen deutlich kleineren Mund und damit eine deutlich kleinere Raspelzunge, mit der sie Oberflächen abweiden können. Aber wie gesagt, einfach sehr hübsche Tiere. Die sind halt auch wirklich aus dekorativen Aspekten ganz, ganz toll in einem Süßwasser-Aquarium. Legen auch keine Eier, also beziehungsweise nicht diese harten weißen Eier, die man dann nicht mehr wegkriegt. Es gibt jetzt aber auch ein paar Schnecken, die ich gerade in Bezug auf das Aquascaping, also auf stark bepflanzte Aquarien, nicht empfehlen würde. Allen voran ist da die Raubturmdeckelschnecke Clea Helena. Ist eine Schnecke, die gerne genannt wird, wenn es darum geht, eine Schneckenplage zu verhindern, weil die Raubturmdeckelschnecke, wie der Name schon sagt, lebt räuberisch. Das heißt, sie frisst andere Schnecken. Ja, und das heißt, wenn ich eine Plage mit Blasenschnecken oder eine Plage mit Posthornschnecken habe, dann kann man Clea Helena einsetzen, um diese Plage zu reduzieren, weil sie dann einfach die anderen Schnecken frisst. Ja, ist jetzt per se eine Methode, die ich nicht unbedingt bevorzugen würde. Ich finde, man sollte immer erst den Grund erforschen, warum es zu dieser Plage gekommen ist. Und das ist ja, wie auch schon gesagt, meistens ein Futterüberschuss. Darüber hinaus hat diese Schnecke aber das Problem, dass sie sich halt, also ihre Jagdmethode ist, sich einzugraben in den Boden und dann ihren kleinen Rüssel oben aus dem Bodengrund rauszuhalten. Und sobald sie damit halt was erwischt, dann wird das halt angepiekst und vergiftet und gefressen und so, aber die Schnecke gräbt halt.
Sie gräbt sich in den Boden ein. Und das ist halt in einem bepflanzten Aquarium nicht sonderlich geil. Einerseits sorgt sie dafür, dass, wenn du Soil benutzt, das schneller zerfällt und schneller in sich zusammensackt, also vermulmt sozusagen. Und andererseits kann sie natürlich, wenn sie sich durch den Bodendecker gräbt, dafür sorgen, dass der Bodendecker auftreibt. Wollen wir beides nicht haben. Deshalb würde ich sagen, das ist eine Schnecke, die in einem Aquascape nicht gut zur Geltung kommt. Mal ganz davon abgesehen, dass sie, wenn du keine Schneckenplage hast, sie ja trotzdem ernährt werden möchte, ne? Und zwei weitere Schnecken, die ebenfalls nicht gut geeignet sind für ein Süßwasser-Aquascape, eigentlich aus den gleichen Gründen, weil sie nämlich grabend sind. Was ich persönlich schade finde, weil sie unfassbar schön sind, ja. Thylomelanias. Hätte ich unheimlich gerne eine schwarze Thylomelania mit so einem gelb gepunkteten Körper. Sieht so geil, ist so ein geiles Tier einfach von der Optik, ja. Aber gräbt halt, gräbt wie Sau, ja. Und zusätzlich frisst sie auch noch Pflanzen an. Und das wollen wir natürlich erst recht nicht haben. Und dann kommt zusätzlich noch, dass sie eigentlich einen pH-Wert von über 7,5 bräuchte und in den meisten Aquascapes haben wir einen pH deutlich unter 7. Das heißt, da wären auch ohnehin die Lebensbedingungen nicht sonderlich gut für geeignet. Es ist schade, weil das ist ein wunderschönes Tier, aber das passt einfach nicht in den Aquascape. Die andere Art, bei der das Ähnliche gilt, ist die Faunus, Faunus-SP-Arten. Und gleiches Spielchen, graben sich gerne in den Boden ein. Ist deshalb natürlich auch ein bisschen ungeeignet mit allen Pflanzen, die man da drin hat. Könnten sich aber im Süßwasser auch nicht vermehren, was wieder ein Vorteil war. Trotzdem, das eingrabende Verhalten, das wollen wir eigentlich nicht haben. Ja, das also meine Auflistung, welche Schnecken ich für ein Süßwasser-Aquascape empfehlenswert finde und welche nicht. Und natürlich habe ich jetzt diverse Schneckenarten außen vor gelassen, weil ich mich jetzt hier erstmal nur auf welche bezogen habe, die ich auch selber schon mal gesehen habe oder selber schon mal hatte. Ihr könnt gerne eure Empfehlungen auch nochmal unten in die Kommentare packen für Schnecken, die ihr für ein Süßwasser-Aquascape für geeignet haltet. Oder aber auch, wenn ihr andere Schnecken für nicht geeignet haltet und aus welchen Gründen. Das ist natürlich nochmal umso besser, dann habt ihr nicht nur mein Wissen hier in diesem Video, gerade für Leute, die das vielleicht erst in ein paar Monaten, in ein paar Jahren schauen werden, sondern dann einfach mal unten durch die Kommentare scrollen und gucken, was andere noch für Erfahrungsberichte gepostet haben. Einfach um das, was ich euch hier gesagt habe, nochmal zu ergänzen. Dafür sollte so eine Kommentarspalte ja gedacht sein, denke ich. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.